Wiener Wiesenfest, die rosa Wiesen zeigt, dass Tradition auch gut sein kann. Genau heute habe ich nicht meine hohen Schuhe. Irgendwie blöd, gell? Aber es wäre egal gewesen. Da kann ich nicht mithalten. Sag mal, was ist das denn auf deinem Kopf und wie lange hat das gebraucht, das zu basteln? Hast du das selber gemacht? Kann man sowas kaufen? Wir basteln das alles, was du hier siehst, basteln wir alles selber. Also Kostüme, die lassen wir nähen. Und ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich hoffe, man erkennt es. Es soll der Stephansdom sein. Was gefällt dir ganz besonders an der Rosa Wiesn? Die feschen Burschen und natürlich auch die Madeln. Bis zum dritten Mal dabei. Wieso, was gefällt dir denn? Es ist cool. Ich fühle mich hier sehr wohl. Bin unter meinesgleichen Anführungszeichen. Ja. Es ist einfach, ja, Highlight. Du bist zum ersten Mal hier. Was sind denn die ersten Eindrücke, die man von so einem Abend mitnimmt? Na, super cool. Schön bunt. So wie ich es mir erwartet habe. Is it your first time at the Rosa Wiesn? No, on the third time. The third time? So, how do you like it? I love it. Why? No, it's sehr lustig. It's a lot of nice friends and a lot of people and just funny. Wie ist es denn, wenn man jetzt wirklich da ist? Was erwartet einen? Total sympathische Menschen, kuriose, liebe Menschen und man kann echt Spaß haben. Mit Männern, mit Frauen und es ist einfach eine Riesenparty. Warum seid ihr nie auf der Rosa Wiesn? Weil es einfach super ist. Why are you here at the Rosa Wiesn? To come and see what gay culture is like in Vienna, to drink and have fun with friends. I'm ready to see any Austrian man. Okay. I'm ready to see any Austrian man. I live in the